Hallo und herzlich willkommen heute mit einer neuen Kritik, denn heute geht es um Alles Außergewöhnlich. Ein Film mit einer sehr spannenden, interessanten, wichtigen Thematik. Das Ganze aus Frankreich. Was er kann, das erfahrt ihr jetzt. Lasst gleich schon mal ein Abo da, aktiviert die Glocke, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Los geht's. Alles klar, Joseph. Ich habe die Notbremse gezogen, aber nicht mit Absicht. Ich weiß. Nichts wie weg. Entschuldigen Sie, Monsieur. Das geht so nicht. Tut mir wirklich leid. Das ist uns sehr unangenehm. Er war nicht kooperativ. Wir waren zu viert, aber es war trotzdem sehr schwer. Er hat versucht, mich zu beißen. Oh, also das würde mich allerdings schon sehr stark wundern. Sag mal, Joseph, du hast doch nicht versucht, ihn zu beißen, oder? Ich bin unschuldig. Aber natürlich bist du unschuldig. Im Grunde haben wir hier zwei Hauptfiguren, einmal Bruno und einmal Malik. Bruno leitet eine Art Einrichtung für Jugendliche mit Autismus. Und ja, die ist nicht ganz offiziell, sondern er hat einfach keine Genehmigung, aber hat einfach vor 15 Jahren aus dem Nichts heraus diese Einrichtung geschaffen, um den Menschen oder den Jugendlichen, den Kindern ein Zuhause zu bieten, die von den klassischen Einrichtungen für Menschen mit Behinderung zum Beispiel abgewiesen werden. Und dementsprechend tut er alles dafür, um diesen Kindern helfen zu können. Auf der anderen Seite haben wir Malik, der auch einen sehr ähnlichen Job hat, nämlich er kümmert sich auch um Menschen mit Behinderung bzw. Autisten. Und die beiden versuchen bestmöglich irgendwie zusammenzuarbeiten, um auch diesen Jugendlichen und Kindern wunderschöne Momente zu schaffen. Das ist so die Grundthematik und das Ganze beruht auf einer wahren Begebenheit. Und das Problem ist jetzt, das Ganze lief jetzt so 15 Jahre vor sich hin. Jetzt kommt plötzlich das Ministerium und sagt, ey, wir wollen prüfen, ist das denn alles so nach den Normen, die wir haben, in Ordnung? Und so steht Bruno kurz vor der Schließung seiner Einrichtung beziehungsweise dem großen Problem, was würde passieren, wenn diese Kinder nicht mehr unter seiner Obhut wären? Was würde mit ihnen passieren? Und das ist so eine sehr dramatische Geschichte an manchen Stellen, eine sehr schöne Geschichte mit vielen tollen Momenten und auch das wirklich zeigt, wie aufopfernd diese beiden Männer sich oder die ganze Crew sozusagen, weil auf der anderen Seite Malik bildet zum Beispiel auch Jugendliche oder junge Erwachsene aus zu Pflegern, nicht ganz offiziell, aber halt zu dem, dass die wirklich mit Menschen mit Autismus es schaffen können, beziehungsweise überhaupt denen helfen zu können. Und das ist wirklich toll. Also der Film ist wirklich mitreißend, hat sehr schöne emotionale Momente und macht auch wirklich auf dieses Problem aufmerksam, dass es wahrscheinlich sehr vielen so gehen wird. Dementsprechend storytechnisch toll umgesetzt, 4 von 5 Punkten, sehr mitreißend, auch mit seiner Laufzeit von knapp 2 Stunden in Ordnung, vielleicht ein Müh zu lang, aber sonst wirklich gut. Schauspielerisch muss man sagen, haben wir hier einen Cast, den man zwar aus Frankreich kennt, aber in dieser Qualität ich ihn persönlich noch nicht wahrgenommen habe. Auf der einen Seite mit Vincent Cassel, der wirklich überzeugend gut ist und alles daran setzt, diesen Kindern irgendwie ein schönes Leben zu ermöglichen. Zusammen mit Reda Kateb, beide sind nicht in dem Sinne so emotional, was ihre Schauspiel angeht, sondern eher mit ihren Handlungen. Aber das ist trotzdem stark gespielt. Und die beiden sind ein cooles Duo, funktioniert gut. Einige sehr unbekannte junge Schauspieler auch dabei. Manchmal eine Szene gibt es, die ist wirklich cringe. Aber sonst ist es alles vom Schauspieler richtig gut geworden. Vor allem der Hauptcast. Die beiden Hauptdarsteller sind sehr gut, 4 von 5 Punkten. Technisch ist der Film an sich in Ordnung umgesetzt. Also er macht in vielen Stellen nichts großartig Besonderes. Sauber, solide produziert, wie wir es halt auch von zum Beispiel Studiokanal kennen aus Frankreich, insgesamt sehr, sehr gut. Dementsprechend hier auch 3 von 5 Punkten, sauber, solide. Deshalb komme ich jetzt schon zu meinem Fazit. Ich muss sagen, Alles Außergewöhnlich war am Anfang, war ich ein bisschen skeptisch, weil ich dachte, französische Dramakomödie, kann das gut werden? Ja, es kann gut werden. Und hier sieht man es mal wieder. Zwei super Schauspieler, eine tolle, mitreißende Geschichte, die auch auf dieses Problem aufmerksam macht. In Frankreich gehen ja die Leute wesentlich öfter ins Kino als in Deutschland im Schnitt. Deswegen wird auf dieses Thema in Frankreich auch wesentlich mehr Leute aufmerksam gemacht werden. Dementsprechend toller Film, hat mir sehr, sehr gut gefallen. 4 von 5 Punkten und jeder, der sich ansatzweise für diese Thematik interessiert, man muss sich natürlich vollkommen darauf einlassen, sonst wird man vielleicht ein bisschen genervt, weil es wirklich um Menschen geht, die Autismus haben und die machen halt nicht einfach das, was man ihnen sagt, sondern die haben so ihren eigenen Kopf, ihren eigenen Tick an manchen Stellen und das ist halt oftmals ein bisschen befremdlich, aber hier wird das sehr, sehr schön umgesetzt. Dementsprechend toller Film geworden, 4 von 5 Punkten von meiner Seite, insgesamt 15 von 20 Punkten.
schöner, toller Film geworden. Kann man sich definitiv im Kino anschauen. Das war es soweit mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen hoch da. Schaut auf dem Kanal vorbei, aktiviert die Glocke in diesem Sinne. Bis demnächst und immer schön weiterzocken. Ciao!